Einen Ausstellungsraum weiter sehen wir, was aus den frühen Landgängern der Karbonzeit wurde. Wir haben ja ein Iguanodon-Skelett rekonstruiert. Ich zeige das mal in seiner ganzen Größe. Iguanodon hat man eigentlich haufenweise überall in Amerika, in Europa und Asien gefunden. Da gibt es teilweise richtige Massengräber, besonders in England hat man in der frühen Phase der Archäologie dort relativ große Ansammlungen verschiedener Iguanodon-Skelette gefunden. Ich gehe mal ein bisschen näher dran, damit wir uns die Hand ein bisschen näher angucken können. Uns zugewandt ist da jetzt so ein Dorn. Ich versuche nochmal drauf zu zoomen. Genau, der ist jetzt genau mittig im Bild. Dieser Dorn, wenn ich jetzt den Finger dahin gehe, wird es wahrscheinlich... Ups, da. Man ging anfangs davon aus, dass es sich um ein Horn handelte, das hier oben auf der Nase war. Dem ist allerdings nicht so. Man hat später herausgefunden, dass es davon in der Tat zwei Stück gibt und hat sich dann entschlossen, dass es doch wahrscheinlich viel sinnvoller ist, die an die Finger oder an die Hände zu rekonstruieren. Man geht davon aus, weil der Iguanodon ja ein Pflanzenfresser war, dass er sich mit diesem Dorn eventuell gegen Angreifer verteidigt haben könnte, wenn er mit seinen Armen um sich geschlagen hat. Auch versteinerte Insekten hat man natürlich gefunden. Hier haben wir eine Libelle, die in etwa die Größe einer modernen Großlibelle hat, wie wir sie auch von unseren Gartenteichen aus Deutschland eventuell kennen. Gut, die Libelle ist jetzt relativ klein. Ich habe ja eben schon von der Karbonzeit gesprochen, also der Zeit der ausgedehnten Wälder. Das war auch die Zeit, in der der Sauerstoffgehalt der Luft innerhalb der gesamten Erdgeschichte am höchsten war. Und da Insekten ja Passivatmer sind, haben sie von diesem Umstand sehr profitiert. Sie hatten ja noch kaum Konkurrenz an Land. Es gab zwar schon früher Amphibien, aber die konnten sich halt nur am Boden bewegen und waren relativ ungeschickt und plump und waren auch zwingend auf die Nähe des Wassers angewiesen. Und deswegen waren in der Karbonzeit die Insekten eigentlich, die waren Herrscher des Landes, um es mal so zu sagen. Also es gab da teilweise über 2 Meter lange Tausendfüßler und auch Libellen, die Flügelspannweiten von 70 Zentimetern hatten. Mit dem Rückgang der Wälder in der nachfolgenden Zeit, danach kam ja die Trias, eine sehr trockene Periode, ging natürlich auch der Luftsauerstoffgehalt zurück und die Insekten schrumpften wieder auf, in Anführungsstrichen, normale Größen, so wie diese hier aus der frühen Kreidezeit. So, und hier habe ich noch einen Dinosaurier für euch, ebenfalls ein Pflanzenfresser. Es ist ein Psittacosaurus, eine Papageienechse, um es so zu sagen. Wurde auch hier in China gefunden und ihren Namen hat diese Papageienechse von dem Schnabel. Einmal zoomen, einmal auf den Kopf. Wenn wir uns das angucken, man sieht es eventuell, die Beleuchtung ist etwas ungünstig, dass die Schnauze ähnlich geformt ist wie ein Papageienschnabel. Und daher heißt diese Echse halt Psittacosaurus, also Papageienechse. Stammt aus der Kreidezeit und war ein relativ kleiner Pflanzenfresser. Mit größter Begeisterung vermag ich zu verkünden, dass es noch einen weiteren Raum mit Fossilien hier im dritten Stock gibt. Ich halte wieder auf einem Psittacosaurus, also die Papageienschnabelechse, und diesmal ein rekonstruiertes Skelett. Und da sieht man, dass dieser Dinosaurier nicht nur auf zwei Beinen laufen konnte. Also man nimmt an, dass er sich normalerweise auf vieren fortbewegt hat, aber um halt Nahrung zu erreichen, sich auch aufrichten konnte. Er ist, wie gesagt, nicht besonders groß, 1,50 Meter vielleicht lang und aufgerichtet etwa 60 Zentimeter hoch.
Ich würde das jetzt mal grob mit der Größe eines Schafs vergleichen. Hier sieht man auch ganz gut, ich zoome mal drauf, den Schädel und auch den Kiefer, der eben den Namen Papageienschnabelechse eingebracht hat.